Die Brauerei Vielau feiert am Samstag zum zweiten Mal Brauereifest. Die Besonderheit dieses Hauses ist die althergebrachte Braukunst. Industrielle Bierproduktionen machen andere. In Vielau ist noch handwerkliche Arbeit gefragt, was diese Brauerei in der heutigen Zeit zu etwas ganz Besonderem macht. Dieser Tage konnte Brauereichefin Petra Lorenz Berufsschüler begrüßen, die sich vor allem für die alte Technik interessierten. Die angehenden Mechatroniker des beruflichen Schulzentrums August Horch konnten hier eine der letzten Transmissionen besichtigen. Der Antrieb funktioniert heute noch genauso wie vor 100 Jahren. Zum Brauereifest kann all das in Aktion erlebt werden. Darüber hinaus ist am Samstag ein umfangreiches Programm geplant. Ja, wir haben dieses Jahr unser zweites Brauereifest. Es soll ja auch sehr schönes Wetter werden. Und wir erwarten die Glauchau-Schönbrückische Schlosskompanie mit ihren Soldaten und der Schlossprinzessin Lucy die Erste. Das Brauereifest beginnt am Samstagvormittag 10 Uhr und soll bis spät in die Nacht gefeiert werden. Die Getränke sollten in einer Brauerei natürlich kein Problem sein. Und für alles andere hat die Brauereichefin natürlich gesorgt. Ja, wir haben musikalische Unterhaltung. Wir haben auch diesmal einen Spanferkel mit dabei, also 12 Uhr eins und 18 Uhr noch mal eins, dass die Leute auch was zu essen haben, dass sie Unterhaltung haben und ein abwechslungsreiches Programm hier haben. Was die Schlosskompanie hier geplant hat, das ist noch eine Überraschung, das haben sie mir selber noch nicht mitgeteilt. Im Mittelpunkt dieses Tages steht allerdings die Brauerei mit ihrer historischen Technik. Hier kann man dem Bier bei seiner Entstehung noch richtig zusehen. Petra Lorenz ist zu Recht stolz auf ihre Vielauer Brauerei und wird den Gästen mehrmals am Tag zeigen, wie das kühle Hopfenblütengetränk entsteht. Ich mache mehrfach am Tag Brauereiführungen. Ich überlege mir noch ganz genau, welche Zeit ich das mache. Die schlage ich dann an. Also starten tun wir 11 Uhr mit der ersten. Und dann werden auch nachmittags bis abends immer wieder Führungen durchgeführt, dass die Leute eben auch den Brauvorgang kennenlernen und auch erklärt bekommen, wie wir hier mit der alten Technik Bier brauen. Für die Chefin selbst beginnt die Vorbereitung schon am Tag vor dem Brauereifest. Tausende Liter Wasser müssen für den Brauvorgang erhitzt werden. Und das heißt für sie, auch die gesamte Nacht hindurch muss sie das Feuer lodern lassen. Einen Hinweis hat sie noch für die Besucher. Die Anfahrt ist wegen der Straßenbauarbeiten diesmal etwas eingeschränkt. Das heißt, die Hauptstraße in Vielau ist ja gesperrt, aber die Zufahrt über den Kreisverkehr über Reinsdorf-Wilhelmshöhe ist problemlos möglich. Und da ja auch die Straße unten, die Hauptstraße, gesperrt ist, denke ich, kann man sehr gut auf der Straße parken. Und der Vorteil natürlich ist auch, dass die Straße dadurch kaum befahren ist und denke ich deshalb auch mir ein bisschen mehr Ruhe haben. Das Brauereifest beginnt am Samstag 10 Uhr und gefeiert wird voraussichtlich bis 0 Uhr in der Nacht.